Das wäre geschafft. Können wir doch mal eben gucken. Was war da? Nix. Hier, wichtig, Pfeile. So. Irgend Loot da gelassen, zufällig. Ja, Munition. Ja, cool, man muss nur drüber laufen. Das ist geil. So, muss ich jetzt hier oben noch? Nee, jetzt kann ich wieder zurück. Gucken wir noch mal kurz in die Kisten hier. So einen wohlverdienten Loot holen. Ach, ist weg, von vorhin schon. Oder? Hallo? Was soll ich mit denen hier? Haha. Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Tadam. So, wieso kann ich nicht F drücken? Was ist hier los? Hä? Ah, jetzt. Mit E. Schrotflintenmunition. Okay. Cool. So, dann gehen wir kartentechnisch. Wo ist der Baum? Da ist der Baum. Da müssen wir hin. Jawohl. Los geht's. Ja, es erinnert stark an Far Cry. Ne, wenn man die Basen da auseinander nimmt und da schön taktisch vorgehen muss, die Ziele einzeln ausschalten, bevor man reingeht. Ja. Wegen der Himmelsmenschen. Ich weiß, dass kann ich den? Krieg bringt. Doch wie lange er anhält, kann ich nicht sagen. Guck mal, wie geil. Es stört mich nicht, in den Krieg zu ziehen, solange ich ihn meinen Kindern erspare. Nee. Kann ich aber nichts machen. Okay. Dann gehen wir zurück in den Baum. Oh, ganz wichtig. Ah, ich soll doch so Bambus mitnehmen, ne? Für irgendwas. Aber wie? So, komm. Gehen wir mal zurück. Nee, eigentlich könnten wir auch direkt die nächste Quest machen. Müssen wir nur einmal zurück in den Baum. Das erledigt. So. Dann machen wir jetzt das. Ja, das am nahesten, ja. So. Wo müssen wir hin? Dahin? Ja. Dann gehen wir dahin. Das ist hier.
können wir nämlich erstmal die ganzen Quests da abarbeiten und dann zurück in den Baum. Sonst müssen wir immer hin und her laufen. Oh, Schießerei irgendwo, ne? Gehen wir erstmal unserer Quest nach hier. Oh. Wollt ihr unbedingt sterben? Dann bleibt weg. Ja, jetzt suchen wir den Jäger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch eine Jagd machen müssen, irgendein Tier erlegen. Um uns zu beweisen. Da habt ihr aber schon einen weggemacht. So, das ist noch eine Siedlung oder was? Noch ein Dorf. Vielleicht Eto. Vielleicht. Deine Ikran ist schön. Meine Somme. Kein Wind ist zu stark, keine Prüfung zu schwer. Wir jagen mit dem Herzen im Einklang. Bist du hier, um uns zu bewundern? Das verstehe ich gut. Nein, ich suche nach Eto. Andere Clans kennen mich. Selbst Verlorene. Lass mich raten, Nevika hat dich geschickt. Sie will, dass ich lehre. Langweilig. Sicher zu Hause, den Kindern von Abenteuern erzählen. Sie verstehen es nicht. Was bedeutet Sicherheit, wenn man nie in Gefahr war? Somme und ich beherrschen den Himmel mit klopfenden Herzen, mit allen Sinnen. Das macht uns stark, furchtlos, die besten Jäger. Nevika sagte, du jagst Sturmbeasts. Darf ich mitkommen? Darauf bist du also aus? Kannst du überhaupt jagen? Wurde mir nie beigebracht. Nie beigebracht? Was hat dein Volk all die Jahre gemacht? Gibt es ein Land ohne Jagd? Ein Land, in dem sich die Kreaturen einfach zum Sterben hinlegen? Siehst du das? Junge Jäger üben zuerst das Zielen. Übe, oder die Sturmbeasts werden dich jagen. Mhm. Schwerer Bogen, oh. Einen Schwerbogen ausrüsten, öffne Inventar und hier, oh, 32 Schaden. Das ist nur der lange. Das ist der Schleuderstock. Okay, ne, warte mal. Hä? Ja, hier. Erforderte Fähigkeit gut vorbereitet. Okay. Schade. Ziele mit Hilfe deiner Navi-Sinne auf die Schwachstellen eines Tieres, um es leichter zu jagen. Du kannst auch im Jagdbuch die genauen Positionen. Oh, hier. Ja, eins. Genau. Volle Lotte. Ein unbewegliches Ziel. Komm. Nicht schlecht. Dann ist dein Dank wenigstens berechtigt. Mein Dank? Meinst du das ernst? Was haben deine Leute dir beigebracht? Wie hast du gelebt? Lange Geschichte. Wenn ich das hören wollen würde, wäre ich zu Hause.
Jedes Mal, wenn du jagst, nimmst du ein Leben. Daher musst du ihnen für ihre Gaben danken, wenn sie zur großen Mutter zurückkehren. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. So kann sie zu den Ahnen emporsteigen. Gut, merke dir das und verschwende die Gaben nicht. Die Gaben? Mhm. Genau. Die Haut, das Fleisch. Du weißt, was du damit tun musst? Nevika wird es dir zeigen. Weiter jetzt. Du brauchst mich nicht als Beschützer. Okay. Du kannst hier Pflanzenmaterialien festhalten und Informationen über ihre voraussichtlichen Standorte erfahren. Was? Gerade raus, wo du suchen musst. Suche Sturmbeest Fährte. Ist hier vielleicht schon? Nee, okay. So. Biome einsehen. Verwende C für die Biome. C. So. Eier und Früchte. Bambus. Und wo? Okay, warte mal, wir gehen erstmal ins Jagdbuch. Hier findest du Informationen über entdeckte Objekte. Ja. Das haben wir vorhin schon selbst rausgekriegt. So, Sturmbeest. Hammerkopf, Hexer. Bruder. Da, so eins. Markieren. Eintrag öffnen. Oh ja. Sieht sympathisch aus. Okay. Schwachstellen anzeigen. Und? Kann ich das bewegen? Nee. Doch, hier. Also. Ne, das da oben ist doch sicherlich nicht die Schwachstelle. Das ist doch eine Panzerung. Ich hätte es da ins Ohr gesagt, oder was das ist. Ja, Panzerung, aber Schwachstelle zeigt er mir jetzt nicht. Aber okay. So. Meist auffindbar im Bambus-Hainbiom des Kinglor-Walds. Bambus-Hainbiom. Regenwaldbiom. Bambushainbiom. Da. Da will ich dann hin. Und gucken wir mal, ob wir so ein Vieh finden zum Töten. Wo ist das da hinten? Sie ist naiv. Sie trauert um ihre Mutter. Also kann ich das jetzt ausrüsten? Das Dingen. Jagdbogen. Nö. Noch nicht, okay. Muss ich das erst beenden hier, nehme ich an. Diese Mission. Suchen wir mal so Viecher. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja. Da haben wir eine Fährte. So, in welche Richtung gehen wir jetzt?
Ich höre hier was. Oder ist es nur der Startpunkt? Ja, ja, ist der Startpunkt. Okay. Dann jagen wir das Vieh mal. Da vorne. Da sind aber auch wieder Menschen. Oder? Da sind welche. Boah, guck mal, das Riesenvieh. Muss das sein, Digga? Ich war gerade auf der Jagd. Da rennen sie rum. Boah, Volltreffer. Geil. So. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. Cool. Kehre zurück in den Heimatbaum. Okay, das machen wir jetzt nicht. Jetzt kann ich trotzdem mal gucken. Den immer noch nicht. Und was hat er hier? Neues. Nix. Okay. Ach so. Schrotflinte. Ah. Pass auf. Die Schrotflinte ersetzen, genau. So. Okay, cool. So, was hast du? Mods? Nein, alles vom Alten. So, dann nächste Quest. Aber wir sind ja schon direkt am Baum. Das muss auch zum Baum. Dann machen wir mal das hier. So, aber, warte mal. Quest haben wir ausgewählt schon, ne? Finde die Insel, auf der Nawuk, den Menschen gesehen hat. Sie hat am Fädelfluss östlich des Heimatbaums geangelt. Sie war unterwegs zum Weberkreisgebiet. Okay. Giga Cup. Da ist eine Insel. Was ist das? Gassammelanlage Charlie. Oh. Komm, dann machen wir die noch eben platt. Schön im Dunkeln. Bergbau, okay. Solche Anlagen gibt es also auch. Ne? Das sind Tiere.
Ja. Ist ja nur ein Baum, ne? Oder sehe ich das falsch? Das ist ein Baum. Aber hier, Kisten. Okay. Mal gucken, ob wir die irgendwie ausschalten können hier. Armschutzmod. Okay, zeig. Ja, ausrüsten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da ist ein Auto. Okay. Muss ich da rein? Muss ich da irgendwas machen? Bestimmt, oder? Blauer Mond. Ja, keine Ahnung. Gibt's hier irgendwas zu tun oder? Was hat das hier alles zu bedeuten? Licht, ja. Ich weiß ja nicht. Vielleicht muss ich da hoch. Tja, wenn man das mal wüsste, ne? Ah, muss ich hier nicht in so Dinger mit einem Pfeil reinschießen? Nein. Der zeigt mir hier nichts an, ne? Gar nichts. Warum habe ich so wenig Pfeile? So. Keine Ahnung. Dann werde ich wohl im Helden nochmal herkommen. Dass ich auch was sehe. Im Dunkeln da blind rumzuspringen. Hoppala. Hallo. Hat ja auch keinen Wert. Kurz checken. Nein. Hier mal ein Tankcontainer. Was sie da alles auf den Planeten bringen. Hm. Naja, okay. Dann kommen wir im Hellen nochmal her. So, auf die Insel hier wollten wir, ne? Das ist vermutlich das Ziel von dieser Quest. Ist auch geil, wie man die Pfeile hört, ne? Beim Laufen. Upala. Huh.
Köln. Auf jeden Fall nach wie vor wunderschön. Ich wurde von Blumen angegriffen. Guck mal, da ist ein Feuer. Da gehen wir mal hin. Das Leben ist wie Seide spinnen. Es ist keine Wende. Okay. Überraschung. Am liebsten spinne und koche ich. Versuche zumindest zu kochen. Danke. Sag ich mal. So. Das ist die Insel. Müssen wir hier mal nach Hinweisen suchen. Weber-Taillenbandage. Okay. Ist die vielleicht besser? 12? 20, jawohl. Ausrüsten. RDR-Schaden. Elementarwiderstand. Wildtierschaden. Ja. Wir bleiben mal dabei. Was mit dem anderen Ding? Kann ich das entsorgen? Ich nehme es mit, das kann ich vielleicht bei einem Händler eintauschen. Falls es sowas gibt. Ah, da hinten ist was. Guck mal. Ah, ne. Oder doch? Das ist ja das aktuelle Ziel. Da wird er mich hinführen. Schätze ich mal. Dann war das nämlich jetzt nicht diese Insel. Oh. Krieg. Auf geht's. Okay. So, die Schrotflinte ist ja jetzt sehr stark. Halt. Na? Die töten Tiere. Schrotflinte, gut. Schrotflinte, wirklich gut, Alter. Okay. Hubi abgestürzt. Essen. Essen ist immer gut. Mal hier. Nix. Ich könnte das Ding, glaube ich, in die Luft jagen, ne? Aber das mache ich dann lieber mit Pfeile. Die sind nämlich
Toll. Die kann ich wieder herstellen. Einfach so. Tadam. So. Natterwolf. Was haben wir denn hier? Achso. Ah, da ist noch was. Kiste. Okay, dann brauchen wir die 5. Und zack. Und dumm, dumm, dumm. Die war ja einfach. Oh, neue Sehne für den Langbogen. Der schwere Bogen, Langbogen. So, die haben wir jetzt. 10% Wildtierschaden. Ja, dann nehmen wir einfach die. So, soll ich nur kurz auf der Karte gucken? Ach so. Das wäre dann wieder die Insel. Was ist... Nee, da ist die Insel. Oh, ich muss aufhören, mir Markierungen zu setzen. Das macht, der macht das ja von alleine. Da sind wir ja... völlig falsch gelaufen jetzt. Oh, da könnte ich noch ein bisschen mitnehmen. Hier. Für Munition. Okay. Also es ist wirklich ein geiles Spiel. Absolut. Aber ich befürchte fast, dass das mehr was für offline ist. Da ich aber offline gar nicht mehr spiele, schon eine ganze Weile, müsst ihr es ertragen im Stream. Aber er guckt ja bestimmt eh nur wegen mir. Das hat ja jetzt nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Gell? Weit ist es nicht mehr. Aber wir machen auch nicht mehr so lang. Ich bin ein bisschen kaputt. Ein bisschen fertig. Ich habe erzählt, ich war... Oder träumst du wieder mit offenen Augen? Ich war ja gestern bei meiner Schwester. Wurde etwas spät. Ah, hallo. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen Walz was getrunken. Macht dir heute Freude. Also eine Kleinigkeit. Was ist der Fluss, wenn nicht das Wasser, das in ihm fließt? Und doch, während das Wasser flussabwärts davon fließt, bleibt der Fluss. Ich kriege da immer Krämpfe, Wadenkrämpfe, wenn ich was getrunken habe. Der umgestürzte und, Baum. Dort sah Nawuk den Menschen. Da habe ich dann nicht so gut geschlafen, tatsächlich. Brustschutzmod, oh Baby. So, jetzt haben wir aktuell 3% Fernkampfwiderstand. Hm. Elementarwiderstand. Was ist denn hier los? Zeus, da bist du ja wieder. So, wenn nimmt man da Fingerwiderstand? Ich glaube, Schwachstellenschaden ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, gute Idee. Habe ich gerade frisch geholt. Ach, Trinkwärter.
Wunderschön gezockt, hast gewonnen. Hast du... Aber was noch? Alles wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Frankreich eingenommen, das ist schon mal sehr gut. So, was haben wir denn hier? Das war schon zu tun. Abdrücke. Ja. Die so Briten nicht. Sind die nächsten. Na, was haben wir hier? So nicht. So, was haben wir denn noch für Hinweise? Ah, guck mal, hier liegt noch was. Landespuren. Eines Fluggeräts? Ein Tablet. Beschädigt. Vielleicht runtergefallen? Hier war jemand vom Widerstand. Nicht von der RDA. Puh. Aha. Aber mit Vichy Frankreich als Pufferstaat, der neutral ist fürs Erste. Oh ja. Aber was noch? So, Tablet und... Was ist das? Leer. Ist es heruntergefallen oder war das Absicht? Zerstörtes Wespennest. Hm? Nein. Nein. So nicht. Nee. Jemand ist gerannt. Schnell. Hat das Tablet verloren. Mhm. Okay. Was hat das mit dem Ast auf sich? Es hat vielleicht zu tun mit... dem Wespennest. Irgendjemand hat gegen den Baum getreten und das Nest abgerissen. Unklug. Treten. Ein Mensch vom Widerstand ist hergeflogen, hat gearbeitet und den Baum getreten. Aus Frust? Das Tablet könnte... Es ist auf einer Insel im Vädelfluss, direkt östlich des Heimatbaums. Was? Achso, ich muss das hacken. Ja, klar. Nehmen wir unser Hackgerät. Hacken das. So. Hacke die Hack. Da. Deine Augen sind wie der Mond. Das ist mal ein Tablet, oder? Nur ein Griff. Und kraterhaft. Und dein Lächeln ist eben ein Lächeln. Oh, das ist zu blöde. Sag, was du denkst. Gerade heraus. Sei einfach nur ehrlich. Gut. Du bist toll? Nein. Du bist fantastisch. Das kann jeder sehen. Aber für mich bist du so fantastisch, dass du meine... Was war das? Ein Wespennest. Gut, okay. Das war... Vielleicht kennt Alex den Besitzer. Alex? Who the fuck is Alex? Und ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht. Jetzt muss ich neu starten. Alter, wie hast du denn das geschafft? So, frag Alexander im Hauptquartier des Widerstands. Im Hauptquartier des Widerstands? Ah, halt, falscher Knopf. Das ist doch da hinten, ne? Ja. Das ist schon ein Stück. Dann mal los. Ah, es wird wieder hell. Dann ist der Nebel ja auch gleich weg. Ah, Mods. Ja. Ich habe ja früher des Öfteren
Euro Truck Simulator gespielt und auch jede Menge Mods darin geballert. Was steht denn da? Achso, ein Vieh. Und auch, sobald ein Update kam, hat dann das Mod nicht funktioniert und das Mod nicht. Das war schon nervig. Das habe ich übrigens wieder installiert. Am Sonntag. Und habe dann auch ein bisschen gezockt damit. Mit dem Controller. Und ich sage, ja, Moment mal. Das hat dann zu viel Spaß gemacht. Habe ich das Lenkrad wieder rausgekramt, Lenkrad angeschlossen und bin dann, ich glaube, bis um 3 morgens oder 2:30 bin ich dann noch schön LKW gefahren. Ja, gibt viele Mods. Kilometer. Also es wäre schon nicht schlecht, wenn wir einen Ikran kriegen. Aber müsste ja bald der Fall sein eigentlich. Was ist das? Episodbaum. Aha. So. Oh, das ist voll weit, ne? Lasst mich. Boah, die Viecher. So, okay. Geh mal einfach weiter. Erstmal. Ich komme wieder. Das ist Fledermausland. Es gibt zwei Mods, die ein Szenario machen, wo Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Dann gibt es eine Mod über den Ersten Weltkrieg und dann noch eine, in der man ab 2000 spielen kann. Okay. Interessante Auswahl, sag ich mal. Alter, den Weg finde ich doch nie wieder. Ah, da ist ein Korb. Da könnte was drin sein für uns. Bisschen Loot. Da. Fleisch. Und sonst brauchen wir nichts. Okay. Dann hoch mit uns. Krieg und so weiter und so fort und Mods, die das Spiel leichter und nicht chaotisch werden lässt. Okay, okay. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Den dritten gewinnt dann eh Frankreich alleine. Ja, was Wege? Wo laufe ich hier rum? Mal da. Da hoch ist gut. So. Müssten wir eigentlich schon bald. Oh, noch 700 Meter. Okay. Im Vergleich zur Bundeswehr haben die Franzosen ja keine Spielzeugwaffen.
Ja, das gute G7. Geht's weit runter. Da könnte ich des Todes sein. Verdammt. Hier sieht's gut aus. Zack, zack, zack. 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 Oh, nein! Okay. Ich glaube, ich hätte mir das Erklimmen des Berges hier sparen können. Guck mal, da geht's runter. Ah, das ist doch der Wasserfall, wo wir den einen Typ gesucht haben am Anfang. Da sind wir ja gar nicht so weit weg. Oh. Oder im Wasser passiert doch nichts. Juhu. Vielleicht doch. Scheiße. So. Aber jetzt schön vorsichtig. Sprach er und starb fast. Ah, wieder die Schlucht. Verdammt. Das hier ging das runter, ne? Ja. Zack, zack. Doing, doing. So. Da wollten wir jetzt nicht unbedingt runterfallen, ne? Ah, hier. Hier ist besser. Vorerst. Ja. Ja, das ist wieder der Wasserfall, aber eigentlich müssen wir darüber. Ah, beautiful. Mal da lang. Mach ich da durch? Ja. Jetzt gehe ich da wieder hoch, ne? Das hat doch keinen Wert. Durch. Da ist kein Wasser. Also wir brauchen unbedingt so ein Flugvieh. Ikran oder wie das Ding heißt. Unbedingt. Ja, was ich jetzt mache? Was soll man da so abquälen? Schnellreise. Auch wenn es nicht mehr weit ist. Oh, haben sie es wieder aufgebaut?
Cool. Unser Hauptquartier ist wieder intakt. So. Die Leute verschwenden so viel. Alter, die wollen ja alle mit mir reden. Was ist denn hier los? Gib Bescheid, wenn du Du erscheinst ruhiger. Ich will helfen. Irgendwie. Mercer und Harding müssen für das bezahlen, was sie getan haben. Zusammen mit dem Widerstand haben wir eine echte Chance. Ich will die Vergangenheit wieder gut machen. Waren es wirklich 16 Jahre? Die Menschen sagen, besser spät als nie. Aber trotzdem zu spät für Ahari. Damals habe ich mich nicht gewehrt. Jawohl. Wie denn auch? Danke dir. Wir waren doch noch Kinder. Das hat sie nicht aufgehalten. Sie war mutiger. Der Widerstand soll ihr Erbe sein. Auch wenn es bedeutet, mit den Menschen hier zu arbeiten? Vielleicht sind nicht alle Menschen gleich. Abfahrt! Ich sollte ein bisschen mehr rausgehen. Pandora entdecken. Hast du dir mehr Schmuckstücke ins Haar gesteckt? Alles klar, gute Nacht, Zeus. So viele wie Mach's ich kann. Gut. Weißt du noch, wie sehr Mercer sie gehasst hat? Mach es gut. Er sagte, sie wären dreckig. Was meinte er damit? Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe sie immer wieder gereinigt, wenn er sie mir aus den Haaren gezogen hat. Und sie immer wieder zurückgesteckt. Meine Mutter hat sie einst so getragen. Ich will sie ehren. Ein Sadentu zu Hause braucht Sadentu-Traditionen. Ich bin unsicher, wie sich ein Zuhause anfühlt. Ich auch. Kaum zu glauben, dass wir so lange geschlafen haben. Aber Daylan ist glücklich. Nor versucht es zu sein. Und bist du es? Glücklich? Ich will unsere Ahnen durch Awa finden. Irgendjemand muss wissen, warum und ob sie uns verließen. Alles, was Mercer gesagt hat, wir müssen es rausfinden. Arma glaubt, Mercer plant etwas. Täglich trifft mehr RDA ein. Ich werde tun, was ich kann, um ihr zu helfen. Sein Scheitern wird mich glücklich machen. Okay. So, wo ist denn dieser Alexander? Die Moral ist wieder hoch, seit wir die Kinder gefunden haben. Du kannst gut schießen, was? Vielleicht können wir mal zusammen üben. Daniela? Hey, ich habe neues Zeug vorbereitet. Alma. Die tun so, als hätte das Pandora endlos Ressourcen. Ich meine, Solek. Die halten schon eine ganze Weile. Aber sie werden ausgehen. Wie zu Hause. Oh, was haben wir denn hier? Das sind geschlossene Systeme, so sehr man das auch ignoriert. Scheitert die Vorbereitung? Mach dich bereit zu scheitern. Natürlich ist es hart. Aber handeln ist auch nicht verkehrt. So, niedrigste Kosten, okay. Also. Eigentlich wollen wir sowas haben hier, ne? Dafür haben wir nicht genug Ersatzteile. Brauchen wir 5? Oh, wir haben nur 3. Ist gar nicht so viel, ne? Vergleichen. So gut, Langbogen. Den brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. Nö, dann haben wir nichts. Also verkaufen geht dann auch nicht. Pass gut auf dich auf. So viel Zeug eingesammelt. So, wo ist dieser Alex? Das ist Alex, oder? Nee. Was mit dir, Lady? Nee, sprechen wir jetzt nicht. Das Hauptquartier ist stark. Gebaut, meine ich. Ich habe einen großen Teil davon erst gebaut. Erst ging es allein um Unobtanium. Eindämmung für Materie, Antimaterie-Reaktoren. Ja, das ist... Und jetzt was? Von Cheat, oder wie er heißt? Billy Nash. Die bauen Häuser. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ja, halt, warte mal, da ist doch noch...
ein anderer Gang gewesen, oder? Oh, was haben wir hier? Ne, hier kam ich gerade her aus dem Gang, ja. Die RDA tötet Pandora. Wir müssen sie aufhalten. Operationen sind übersichtlich. Research Area. Lass es mich wissen, falls du Probleme mit dem Multitool hast. Alex. Hey, was hast du für mich? Ein Tablet. Jemand von uns hat es verloren. Kannst du es reparieren? Autsch, wohl kaum. Ich fürchte, dieses Tablet braucht einen Priester, keinen Wissenschaftler. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja, menschlich, angesichts der Schuhabdrücke am Fundort. Und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen. Absichtlich. Ein weiblicher Mensch. Nicht viele Optionen. Viel Glück. Mhm. Und jetzt? Höre dich im Hauptquartier des Widerstands um. Ja. Machen wir. Ich muss mir die Forschung von Dr. Augustin dazu ansehen. Was mit dir? Hajir, wie fühlst du dich? Oh, gut. Besser. Beschämt. Beseh. Alma sagt, ich war auf Ikran. Ich auf Ikran mit einem Navi fliegen. Und ich hab's verpasst. Nun, das war nicht deine Schuld. So eine Gelegenheit bekomme ich im Leben nicht wieder. Und ich war bewusstlos. Das soll nicht undankbar klingen. Ich wollte immer einen Ikran aus der Nähe sehen. Deshalb bin ich zu RDA gegangen. Wildtierforschung. Sogenannte Forschung. Weiß nicht, ob ich das wissen will. Natürlich. Unweit von zu Hause. Dem echten Zuhause. Verstehe. Letztendlich habe ich für diese armen Labortiere getan, was ich konnte. Jupp. Mach noch fast einen Michael Jackson-Move. Warst du vor kurzem im Regenwald, Nalin? Ja, ich war gerade in einem Feldlabor. Bin gerade erst zurück. Hast du was verloren auf dem Rückweg? Irgendein Gerät vielleicht? Sowas habe ich nicht dabei. Das Labor hat alles, was ich brauche. Wer kaum etwas bei sich trägt, kann auch weniger vergessen. Keine Zeit für Poesie, nehme ich an? Für Poesie? Viel von dem Zeug wurde gesagt, um ersetzt zu werden, nicht repariert. Jo, heul doch nicht rum. Weichei. Okay. Glockenzweige sind nützlich. Könnte man anbauen. Okay, herstellen. Das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Was können wir denn da herstellen? Benutze herstellen, um deine Ausrüstung und deine Waffen aufzuwerten. Ach. Schalte bessere und ausgezeichnete Entwürfe frei, um mächtigere Objekte herstellen zu können. Erhalte neue Entwürfe von Kunsthandwerkern. Und durch das Abschließen von Quests und anderen Aktivitäten. Verwende für die besten Herstellungsergebnisse die besten Materialien. Materialien tragen verschiedene Eigenschaften und Eigenschaftenwerte bei, abhängig davon, wie gut sie gesammelt wurden. Ja, das habe ich schon gehört. Dass es gewisse Materialien gibt, um das besser zu machen. Guck mal hier. 15 bis 115 Pilotenhemd. Habe ich die Teile dafür? Ehrlich? Wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Okay, jetzt habe ich schon mal 17. Herstellen. Stufe 5 sind wir jetzt hoch. Geil. Dann haben wir für den Lendenschurz haben wir noch einen Entwurf. Ich würde gerne durch den Wald spazieren. Wow.
32. Ja, fett. Achso, habe ich das jetzt hier gar nicht ausgerüstet, ne? Naja. Langbogenentwurf. Aber Langbogen benutzen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Na, haben wir auch nichts. So, schwerer Bogen. Haben wir auch noch nichts. Okay. Dann müssen wir das mal eben anziehen hier. Ja. Ausrüsten. Mod haben wir drauf. Da hat sich ja nichts getan. Das Ding haben wir jetzt an. Ja. Geil. So langsam, aber sicher kann man sich ja einleben. Ist trotzdem sehr viel Input auf einmal, aber oh, es Mann. Geht. Hoffentlich kommt Sid nicht zum Zug. Martha ist zu nah. Wir brauchen wirklich mehr Leute. Schrott kann immer nützlich sein. Ja, wir gehen mal links rum. Wenn man weiß, was man ist trotzdem seltsam, euch hier zu haben. Als wärt ihr von den Toten auferstanden. Man muss sich dran gewöhnen. Geht uns auch so. Ihr seid alle so stark. Unverwüstlich. Sieh nur, wie gut Daylan sich angepasst hat. Das habe ich mir immer für euch gewünscht. Eine strahlende Zukunft auf Pandora. Du hättest uns gehen lassen sollen, wie Nor sagte. Ja, darüber denke ich die ganze Zeit nach. Zumindest sind wir so eine Familie. Und stehen gemeinsam gegen Mercer. Er ist aus einem Grund zurückgekommen. Er will etwas. Etwas Großes. Wir halten ihn zusammen auf. Mhm. Nur Schrott hier. Muss ich mich wieder um alles kümmern? Optional konfrontieren Nalin. Die war doch da oben jetzt gerade, ne? Teile des Waldes sind. Das war doch die da hinten, ne? Die Blonde. Wirklich traurig. Die da. Ja. Ich glaube, das Tablet gehört dir. Ja, war es nein, es doch, ne? Meins ist sicher in einem Spind weggeschlossen. Siehst du die Kratzer? Es gehört wohl jemandem, der nicht so achtsam damit umgeht. Okay. Dann weiter gucken. Lass es mich wissen, falls du Probleme mit dem Multitool hast. Denk an deine Ausbildung, wenn du zielst. Wieder ein kaputter Luftfilter? Wer ist hier zuständig? Was mit dir? Hast du was für mich? Du brauchst was Neues. Das habe ich doch schon, oder? Das sehe ich jetzt nicht. Okay, war mal Designs. Okay. Die kann ich einfach so haben? Ja, Mann. Ja, alles mitnehmen. Geil. Danke, Raj. Ein guter Look ist nie falsch. Ja, brauche ich nur noch die Materialien, um das herzustellen, ne? Wir könnten wirklich einen neuen Look. Hey, Priya. Warst du vor kurzem im Regenwald? Schön wär's. Hab zu viel zu tun. Also hast du hier auch nichts liegen lassen? Nur wenn es von meinem Schreibtisch gefallen und dann von selbst aus dem Hauptquartier gelaufen wäre. Hm. Keine Sorge, das Hauptquartier ist dein Bogen.
Darf ich fragen, was das für ein Holz ist? Ist das Weide? Ich weiß nicht. Muss es sein. Sehr biegsam. Aber kräftig. Wirklich hervorragendes Holz zum Arbeiten. Ich nehme was davon für draußen und mache alles etwas Navi-freundlicher. Ich denke, Nor wüsste das zu schätzen. Priya hat erwähnt, dass die meisten von euch kein Metall mögen. Mir geht es auch so. Wieso kalten Stahl benutzen, wenn es warmes, lebendiges Holz gibt? Kalter Stahl klingt eher nach dem Stil der RDA. Ha, oder? Stil, ja. Für die zu bauen war keine Freude. Aber bauen ist genau mein Ding. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, was hier draußen abgeht, bis Danny es mir gesagt hat. Sie hatte genug davon. Und Danny sagt sowas nie, also muss es schlimm gewesen sein. Du hast die RDA ihretwegen verlassen? Nun, natürlich. Sie ist meine Frau. Wir haben geheiratet, noch bevor wir die Erde verlassen haben. Das war erst vor ein paar Monaten. Aber durch die Reise sind wir seit Jahren verheiratet. Andere halten sie für kalt. Aber das ist Mist. Wer sie kennt, weiß das. Am Ende von all dem... Ich habe dieses Tablet im Regenwald gefunden. Es ist also nicht deins? Garantiert nicht. Klingt, als würde dieses Tablet mehr rumkommen als ich. So, hier ist sonst keiner mehr, ne? Hast du immer noch das Walkie-Talkie von Mercer? Es geht nicht mehr. Ich will es einfach behalten. Keine große Sache. Nein. Es überrascht mich nur. Das ist alles. Ich weiß, es ist jetzt alles anders und ich muss stark sein. Nur, ich habe immer... Aber wir müssen nicht alles von ihnen wegwerfen. Mercer wollte, dass Na'vi und Menschen zusammenarbeiten. Zusammenarbeit macht Wagnisse zu Erfolgen. Nur gemeinsam können wir ein besseres Pandora schaffen. Weißt du noch? Mercer ist Pandora egal. Und wir sind es auch. Tja, trotzdem arbeiten wir hier mit den Menschen. Noch immer gemeinsam für Pandora. Kollege. Du kommst hoffentlich... Wir haben ihnen Angst gemacht. Du kämpfst mit ganzem Herzen. Eine Schande, deine Freunde nicht. Das tun sie. Nor benutzt nicht gern Metall, aber er hilft im Widerstand. Und Rinella arbeitet mit Alma. Daylan. Er glaubt, ich sehe seine Augen nicht aufleuchten, wenn ein Mensch ihn anspricht. Repariert Dinge für sie und beantwortet ihre Fragen. Er sucht Bestätigung. Er mag einfach Menschendinge. Wer sich selbst nicht kennt, sucht Bedeutung woanders. Doch ich kann ihm nicht alles beibringen. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Sarentu zu sein. Ich auch nicht. Du lernst, und du kannst ihm zeigen, dass sich Trost in den Bräuchen der Na'vi findet. Na'vi. So handeln wollten wir eigentlich, ne? Hier, meine Waren. Suche in RDA Einrichtungen nach Dienstplänen und bringe sie zu Solek. Im Austausch bietet er dir Objekte und Entwürfe an. Okay. Ah, okay. Verstehe, das ist die Währung. Lass dich nicht erwischen. Die Leute verschwenden so viel. Der Feind greift immer mehr um sich. Die Clans müssen sich darauf einstellen. Im Kampf gegen Mercer und seine Idioten. Hier, sieh dich gerne um. Okay, ich dachte, die will vielleicht doch... Denk daran, ziel niemals labern. Auf dich selbst. Ich muss schon sagen, es ist seltsam, euch Na'vi hier zu haben. Ich bin nur Menschen gewohnt. Wir sind wohl nicht, was ihr erwartet hattet. Mein alter CEO sagte, ihr wärt ein Haufen... Er hatte so seine seltsamen Ansichten. War nicht mein Ding. Was war denn dein Ding?
Das Abenteuer. Würdest du dir nicht einen neuen Planeten angucken wollen? Mond? Ich wollte, dass meine Mom es sieht. Meine ganze Kindheit über erzählte sie von Mickey. Meinem Cousin Mickey, okay? Oh, guck mal, Mickey der Superstar. Da ist Mickey in den Nachrichten. Ich hab gesagt, Mom, irgendwann siehst du mich da auch. Und sie? Klar, weil du einen Laden ausgeraubt hast. Nette Rüstung. Hi, Danny. Warst du vor kurzem im Regenwald? Nein, nur in den Feldlaboren. Wie immer. Hast du eventuell auf dem Rückweg etwas verloren? Ein technisches Gerät oder Ausrüstung vielleicht? Nein, ich verliere nichts. Ich hinterlasse keine Spuren oder Hinweise. Wenn ich etwas zurücklasse, ist es mit Absicht. So gerissen bin ich. Du Fuchs, du. Ist das dein Tablet? Spielst du immer noch Detektiv? Nein, meins ist zur Reparatur. Es ist ziemlich demoliert. Hat wohl schon viel mitgemacht. Aha. Der Besitzer hat wohl ordentlich Action gehabt. Was bist du? Anka, warst du vor kurzem im Regenwald? Nun ja, ich bin Pilotin. Bin ständig draußen. Muss die RDA im Auge behalten, weißt du? Hast du vielleicht ein technisches Gerät verloren beim letzten Mal? Was? Sicher nicht. Dazu müsste ich schon ein Tablet oder so direkt aus dem Cockpit werfen. Ich sagte Gerät, nicht Tablet. Ha. Wie kommst du auf Tablet? War das Erste, was mir einfiel. Keine Ahnung. Meintest du dieses Tablet? Wo zur Hölle hast du das her? Ein Aranahe-Sammler führte mich zum Fundort. Was hast du darauf entdeckt? Audioaufnahmen. Warst du das? Verdammt. Lass uns woanders sprechen. Folge mir. Hab kaum noch Munition. Mercer ist zu nah. Wir brauchen wirklich mehr. Oh, lauf doch schneller. Wie ich das hasse, wenn man einem NPC folgen muss und der dann langsamer läuft als man selbst. Wir müssen mehr von den Lieferungen treffen. Es ist mir so peinlich. Ich habe den Ort extra gewählt, damit sich niemand meinen Unsinn anhören muss. Wie viel davon hast du denn gehört? Alles? Aber ich behalte es für mich. Oh, alles? Na toll. Die Wespen fanden mein Gedicht jedenfalls sehr schrecklich. Oh, warum bin ich nur dorthin gegangen? Wie albern. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich glaube, du hast an Liebe gedacht. Über Gefühle und solche Dinge kann ich wirklich nicht sehr gut reden. Ich wollte nur einen ruhigen Ort finden, um das alles zu verarbeiten. Man sagt, Liebe verleitet Dumme dazu, Dummes zu tun. Hätte ich nur darauf gehört. Selbst ohne die RDA und die üblen Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, wie schwierig es ist, hier romantische Gefühle zu haben? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne umgebracht zu werden. Kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber lieber nicht. Ich wollte meine Gefühle zeigen und habe in ein Wespennest gestochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schluss damit. Vergiss es. Ich verdränge es einfach. Darin bin ich gut. So. Abgeschlossen. Schöne Feuerkraft. Von Hewitt? Oh, ich habe jede Menge Ersatzteile gekriegt. Das ist aber gut. Was ist in dem Lager los? Ist der Ab zu Ratsch. Was darf es heute sein? 13 haben wir jetzt. Oh. Ah, es reicht aber immer noch nicht für episch. Verdammt. Aber das
Nee. Wollen wir nicht, oder? Nee.